Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Pearl World. Ich habe jetzt etwas Eisen gesammelt und habe sie hier arbeiten lassen. Außerdem habe ich endlich mal die Reparaturwerkbank hier reingestellt, weil mich das irgendwie genervt hat, dass die draußen waren. Hier seht ihr ein paar schöne Kisten. Das Haus werden wir demnächst ausbauen. Und hier draußen will ich auch nur noch, ich will nur noch die Eisenkisten jetzt haben. Aber da ich dafür sehr viel Eisen brauche, mache ich erstmal einen lockeren. Außerdem bin ich bis in den Dungeon gegangen. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Hier habe ich, glaube ich, meinen ganzen Schmodder reingesteckt. Ja. So. Ich nehme die ganzen Pfeile mit. Und schmeiß das Holz hier drüben rein und so. Und dann Holz brauche ich nicht dabei haben. So, die ganzen Rohstoffe hier rein. Ich habe auch hier so ein paar Sphären gefunden irgendwie. Die sind ziemlich cool. Und im Dungeon habe ich noch... War der Hirsch als Endgegner. Aber ich bin einfach nur in Dungeon rein, raus. Und habe gedacht, nee, jetzt, weil sowas brauche ich nicht aufnehmen. Das kann ich hier auf entspannt machen. Und jetzt möchte ich mal endlich meine Ausrüstung nehmen, meine Pelz und mich bereit machen und den Boss des Turmes umbringen. Dazu gucke ich mal, welche Truppe von Pelz ich mir mitnehme. Ich habe jetzt den großen Bossius hier auch mal reingepackt, damit er stärker wird, weil der war erst auf Level 12, 13 war er. Und ich habe hier zwei Gillettes dabei, einfach um die ein bisschen aufzuleveln. Aber ich nehme jetzt die starken mit, weil ich nicht weiß, wie stark es wird. Ich habe auch einen starken Nightwing. Der ist auch nicht schlecht, der ist ein Handwerksmeister, aber der kann gar nicht arbeiten. Also bringt ihm das gar nichts, dass er ein Handwerksmeister ist. Ich habe aber den hier gefangen und der hat voll viele Dinge. Erdbebensicher, Bewegung, vor allem Bewegungstempo plus 10 finde ich super. Gut, Grasangriff ist jetzt nicht so der Reise, aber Bewegungstempo ist super. Den nehme ich einfach als Flugmount mit, der ist ein bisschen schneller. Mein Hauptkämpfer ist eh im Moment der Wolf, weil der Wolf ist sau stark. Ich mal gucken, wen ich hier noch mitnehmen kann. Den hier vielleicht, der ist eigentlich auch sehr stark. Auch keine zwei Chillets dabei. Der Pingo-Meister ist halt auch voll stark. Ich glaube, der ist sogar stärker als Chillette, oder? Vielleicht sollte ich den mitnehmen, aber der macht im Lager voll die gute Arbeit. Wässert alles. Ist echt gut auch im Bewässern. Könnte sogar auch einen Kühlschrank frieren, aber das macht immer so ein kleiner Pinguin. Und hier ist einfach so ein großes leuchtendes Hühnchen durch mein Lager stolziert. Das habe ich dann schnell gefangen. Das hat auf jeden Fall außergewöhnlich. Das hat auch oben, seht ihr, dieses, das ist praktisch ein shiny Huhn. Aber bisher, es ist halt nur ein Huhn. Ja, hier ist mein starker Nightwing. Aber ich glaube, ich schaff's mit denen. Allein mit dem Wolf. Ich glaube nicht, dass der Turm jetzt so schwer ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er sogar leichter als ein Dungeon ist. Deshalb gehen wir da jetzt hin und machen mal die Aufgabe, damit es weiter vorwärts geht. Ich habe auch irgendwo an dem Turm so einen Punkt. Ja, hier. Turm des Rain-Syndikats. Die Armbrust habe ich am Start. Ja, Pfeile habe ich auch genug. Lade schon mal nach. So, und jede Menge Palsphären, falls ich einen coolen Pal finde. Ach, Mist. Ich habe den großen Hirsch noch dabei, der ist doch tot. Den brauche ich nicht. Ja, ich wollte den mitnehmen zum Leveln und der ist am Pinguin gestorben. Aber er hat trotzdem noch Erfahrungspunkte gekriegt. Da kann ich mir doch noch einen mitnehmen. Den nehme ich noch mit. Hiervon hatte ich, glaube ich, auch. Ne, so einen Joltok hatte ich einen starken. Ich muss die mal kurz sortieren. Ich muss mal die... Ach, ich habe einen zweiten Pinguin gefangen. Ach stimmt, ich habe noch einen Pingu gefangen. Da könnte ich den eigentlich mitnehmen. Ich mache jetzt mal die ganzen Bossviecher hier hin, dass ich die schneller sehe. Das können wir noch schnell machen. Und ich werde auch ein paar verkaufen können, denke ich mal, weil
Da kann man die sortieren lassen. Ah, Sortierfähigkeit gibt es leider noch nicht. Der ist halt leider unbelastbar. Aber der kann sowieso nur ansehen. Den haben wir ja im Dungeon damals auch gefangen. Das Hühnchen kommt auch hier hin. Und der starke Nightwing, den tue ich auch mal hier vorne hin. Nein, jetzt habe ich mit dem Hühnchen getauscht. So, dann habe ich die Anführer mal hier versammelt. Der kann auch hier oben hin, der ist stark. So, und dann müsste ich mal die ganzen Hühner sortieren vielleicht. Oder generell sortieren. Dass ich auch sehe, welche ich vielleicht verkaufen könnte. Das ist ein bisschen wie diese Minispiele da, wo man hier die Kugeln hinmachen muss. Ja, so reicht's erstmal. Weil langsam wird's ein bisschen unübersichtlich mit den Viechern. Ich hätte vielleicht, wenn ich von Anfang an so die auf spezielle Seiten so gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht verkehrt gewesen. Aber ich habe jetzt auch angefangen, von denen teilweise einfach 10 zu fangen. Damit ich die Erfahrung kriege. So, so ist wenigstens ein bisschen schon mal sortiert. Aber da geht noch was. Allerdings ist der voll stark. Aber seine Angriffe haben mir irgendwie nicht so gefallen. Der Pinguin, der macht was her. Zumindest als Lagerarbeiter ist der sehr gut. Ich denke, so sind wir gut aufgestellt. Wie sieht meine Rüstung aus? Ja, das ist alles auch noch gut haltbar. Das sollte funktionieren. Essen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Essen mitnehmen. Weil die fressen viel. So, ab geht's zum Turm. Die erste große Mission. Ja. Ja, mit so einem riesigen Pinguin dabei fühle ich mich auch sicher. Gucken, ob der mit 15 was reisen kann. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Gegner da drin sein werden. Steht bestimmt hier an der Tür. Zeitlimit 10 Minuten. Dann nehmen wir doch lieber jemand Stärkeres mit. Wobei mein anderer Nightwing, der hat auf 20 so eine übelst brutale Attacke gelernt. Ja, kann es ja nicht so schwer sein. Die Videosequenz. Mein Fernseher ist voll verstaubt, sehe ich gerade, die Sonne strahlt so drauf. Sie ist die Anführerin des Rain-Syndikats. Ich muss mal gucken, ob ich sie vielleicht auch fangen kann. Oh, sie hat das große Signature-Monster. Zoe und Griswold. Ja. Schon was drauf. Nein, ich würde eigentlich nachladen. Nein, ich drücke mir Y zum Nachladen. Jawohl, er hat ihn einfach eingefroren. Ah, 10.000 haben wir ihm schon runtergeprügelt. Ach, er hat mir nur das Schild weggehauen, jawohl. Jetzt habe ich ein bisschen Leben verloren.
Dauert recht lang, bis sich das Schild wieder auflädt irgendwie. Ach, schon wieder Y gedrückt zum Nachladen. Kann ich eigentlich... Ah, 0,0%. Ups. Zum Glück habe ich genug Dingers dabei. Hol mir doch mal den Pinguin raus. Ich mal gucken, was der kann. Oh, der verreckt. Der kriegt voll auf den Sack. Richtig ordentlich Schaden. 500. Aber der macht gar nicht mehr diesen Giftschuss, den sie am Anfang immer gemacht haben, den Signature-Schuss. Oh, das hat mich das Schild gekostet. Ja, die Kugel macht er irgendwie gar nicht mehr, der Dream. Obwohl der ein Boss der Dream ist. Ja, jetzt haben wir ihn gleich. Easy. Ich kann mal gucken, ob ich ihn damit... Boss eliminated. 5 Antiktechnologiepunkte erhalten, jawohl. Boah, 1700 Erfahrung. Und noch ein feiner Technologiepunkt. Okay, das war echt easy. Und jetzt habe ich einfach keine Aufgabe mehr, oder was? Bin hier so elend auf dem Dach. Ach so, ich habe hier einen Schnellreisepunkt jetzt. Ich habe auch einen Vogel. Das ist irgendwie sowas wie so ein... So eine Quest? Kingpacker. Hm, wir gehen mal ins Dorf. Weil die haben ja im Dorf drüber geredet, dass es vielleicht gut wäre, wenn wir den... Ja, guck mal, muss ich absteigen scheinbar. Beim Dorf haben sie gesagt, es wäre so schön, wenn jemand den Anführer vom Rain-Syndikat platt macht. Und das habe ich ja jetzt gemacht. Vielleicht muss man sich die Aufgaben hier suchen. Ach nee, hier ist gar nicht das Dorf. Hier ist der Pinguin. Dann lädt er mir schnell den Pinguin. Weil ich schon hier sind. Gucken, ob mein Pinguin ihn platt macht. Denn ich brauche immer ganz viel von diesen Antik-Dingern. Und die kriegt man ja nur von den großen Mobs. Wahrscheinlich welche gekriegt. Oh, ich habe 6 Stück gekriegt. Weil ich war leider zu im Fight, dass es so überraschend war, wo er verreckt ist, dass ich jetzt gar nicht weiß. Ach, das dauert noch 15 Minuten, bis er wieder belebt wird. Gut, gut, gut. Ja, dass ich jetzt gar nicht so richtig gemerkt habe, was er eigentlich gedroppt hat. Auch wenn ich mir mein Inventar angucke, kann es nichts Besonderes gewesen sein, leider. Bisschen enttäuschend, oder, für so einen Boss. Ich meine, diese Antikdinger, ja, die kriegt man auch von den kleineren, aber apropos Antikdinge. Ich habe jetzt rausgefunden, mit dem Vogel geht's super. Ja. Nee, nicht mit ihm. Kann ich nämlich einfach hier hochfliegen. Das ist mega.
Kann ich mir nämlich immer, weil ich brauche immer Antikteile. Das ist das einzige Blöde, der haut dann auch Steine damit ab und so. Okay, jetzt haut ihn glaube ich um. Oh, egal. Ja, der haut dann hier, wenn er in die Steine dran fliegt, also gegen die Steine fliegt. Seltener Pelz. Nein, keine Antikdingers? Das kann nicht sein. Da gibt doch immer Antikdingers. Ah, jetzt. Okay. Jawohl. Antikes Bauteil. Gut, wenn wir eh ins Lager zurückgehen kurz, nehmen wir auch ein bisschen Metall mit, weil Metall ist das Einzige, wo ich so... Also Holz und Steine, gar kein Problem. Aber Metall ist ein bisschen... Wahrscheinlich kann ich dann auch irgendwann so ein Metallding bauen, ähnlich wie für Holz. Solange ich das noch nicht kann, muss ich immer ein bisschen Metall ernten. Und da versuche ich immer alles mitzunehmen. Drüben ist zum Beispiel ziemlich viel Metall drauf. Ich habe auch alles in... Warum kann ich ihn jetzt nicht? Ich will auch die anderen Sphären. Ach so, mit nach unten macht man das einfach. Okay, gut. Ja, ich habe alles im Gewicht geskillt, damit ich mehr Metall farmen kann, weil ich halt immer so Metallprobleme habe. Und ihr seht, ein Brocken Metall wiegt irgendwie 8 oder so. Jetzt kann ich 700 tragen, da kann ich richtig farmen. Jetzt werde ich auch noch auf 1000 aufstocken und dann mache ich weiter mit... Ja, Leben werden auch nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was das Max-Level ist. Vielleicht kann man ja auch umskillen, ich weiß es nicht, aber im Moment, dadurch, dass ich eigentlich hauptsächlich allein spiele, weil halt jeder sein eigenes Spiel hat, sind mittlerweile alle in ihren eigenen Games. Ich muss auch mal aufräumen, glaube ich, hier. Da macht es mehr Sinn, einfach ganz viel Traglast und so zu skillen. Oh, schnell. Oh, hier war doch noch so ein Tiefhand, oder? Fangen wir halt den da. Guck mal her, Vogel, dass ich reiten kann. So, damit müsste man schon fangen können. Naja, von euch habe ich noch nicht so viele. Andere will auch Stress. Komm her. Ich habe gedacht, es klappt jetzt direkt. Bin doch schon deutlich über den. Nein, jetzt aber. Boah, 1000 Erfahrung gab das für mich. Die anderen haben leider ein bisschen weniger gekriegt. Gerade den Nightwing, der bräuchte jetzt noch ein bisschen. Jetzt können wir aber... Was ist nochmal das Schnellreise-Ding? Da. Schon mal langsam runtergehen. Ich weiß nicht genau, wie es bis da zu dem Ding steht. Ja, doch, ich schaff's.
Ja, Fliegen ist auf jeden Fall sehr praktisch. Hat nicht mehr so die Probleme. Gleich wieder reinstupfen. Ja, diesmal haben wir genug. Ich war auch 3-4 Mal auf dem Berg mit dem Vogel und habe gesammelt. Alles wieder weglagern. Hab schon überlegt, ob ich die Lager alle in die Mitte mache und mir da so einen Haufen Kisten mache. Werde ich auch machen ins Haus, aber ich brauche hier die Dinger, damit die das schnell da reinlegen können. Sonst schleppen die das immer und dann brauchen die ja länger, wenn die da zwischendurch rennen müssen. So können die es direkt hier reinschmeißen. So, gut. Allerdings muss ich das austauschen gegen die guten Kisten. Und dann mache ich es sogar so, dass ich die hier direkt dran mache, dass ich die Sachen so schnappen kann und patsch rein. Pingomeister. Haben wir wieder Bären? Jawohl. Hier muss es immer köcheln. Hier ist auch noch genug drin, oder? Ja, die legen nämlich auch immer die frischen Beeren und den Weizen da rein. Deshalb wäre es sogar besser, wenn das Essensding hier stehen wird, glaube ich. Also je nachdem, wer hier weidet, gibt es andere Sachen. Das ist ganz cool. Und seitdem habe ich echt immer genug Pelzsphären und könnte jetzt auch anfangen, mal die verbesserten Sphären eigentlich herstellen zu lassen. Irgendwie will hier keiner dran gehen und die bauen von denen, die aktuell im Lager sind. Das ist ein bisschen tragisch. Ich habe auch nicht so Lust, die selber zu bauen. Ich bin faul geworden, seit ich so viele Pals habe. Und hungrig bin ich. Oh, wir haben viel Brot dabei. Dann essen wir ein bisschen Brot. Schon feinstes Baguette dabei haben. Bären habe ich sowieso immer dabei, weil einfach so, das sind halt das, was man am billigsten kriegt. Gut, dann wird es, glaube ich, auch Zeit, das Lager auf die nächste Stufe zu bringen. Baue Waffenwerkbank. Technologie. Die müsste ich doch jetzt schon lernen können. Als ich das letzte Mal versucht habe, hier weiter zu bauen, konnte ich es noch nicht lernen. Zuchtfarm. Hier kannst du 2 Pals hinschicken, um sie Eier legen zu lassen. Als Motivation zum Eierlegen wird Torte benötigt. Torte. Zement. Wird für den Bau bestimmter Gebäude als Material benötigt. Kann mit einer hochwertigen Werkbank hergestellt werden. Ja, Zement sollten wir auf jeden Fall auch mal lernen. Genau wie das Steinbauset. Und das brauchen wir früher oder später auch, die Zuchtfarm. Ebenso wie die Gigasphäre. Ohne Muskete. Ach, ich kann die Waffenwerkbank sogar schon. Mir fehlen nur die Nägel. Dickes Aufbewahrungsschrankset. Wird mich das weiterbringen? Halsband. Minderwertige Munition. Ja, das brauchen wir auch. Schießpulver bestimmt auch. Und unsere erste Knarre. Ah, da brauche ich hochwertiges Perlöl dafür. Cool, das habe ich von dem Betäubungsknüppel. Das ist ja witzig. Ich eigentlich auch. Oh, hier kommt dann die Metallrüstung. Sollen wir die Muskete lernen? Nee, die Muskete brauchen wir eigentlich nicht lernen. Weil die Armbrust habe ich auch nicht gelernt. Ich habe eine viel bessere Armbrust gefunden. Wir müssen einfach weitergehen und in krassere Dungeons gehen. Das hört sich gut an. Große Werkzeugkiste. Gut, müssen wir mal ein paar Nägel herstellen.
ist schon wieder ein bisschen Eisen. Jetzt hauen wir hier in die Kiste. Hier habe ich auch meine antiken Bauteile drin. Ja, da habe ich nämlich schon ein bisschen hochwertiges Pellöl. Ach, eigentlich sollte mir eine Nägel bauen, aber irgendwie haben die keine Lust gehabt. Aber ich weiß, der hier hilft mir beim Bauen. Obwohl, solange er hier baut, gucke ich mal, was ich für die Werkzeugkiste brauche. Zuchtfarm. Und einen Brutkasten könnten wir endlich mal bauen. Ich habe nämlich so viele Eier. Ich mache den Brutkasten hier hinten hin. Warum sind meine Fackeln schon wieder aus? Ich glaube, wenn ich mich einlogge, muss ich immer die Fackeln anstecken. Aber die im Haus sind auch immer an. Oder? Nee, die sind auch aus. Ich habe so schöne Fackeln ins Haus gemacht. So, das Erdelicht. Die hier ist komischerweise an. Ups. Nein, ich habe das Holz eingesammelt. Halt komme ich. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. 1600 Holz, die können wir nicht mal eben liegen lassen. Obwohl, vielleicht, wenn ich sie liegen lasse. Ich immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Das sind einfach mal eben fast 5000 Kilo. So. Das, obwohl ich nur die Fackel anstecken wollte. Hier habe ich mal so einen Weg gemacht, die draußen so die Grenzen des Lagers erhält. Na. Hier habe ich auch irgendwo eine Fackel hingestellt, ja, hier. So. Gut, gut. Diese komische Dings. Wo baue ich die? Diese Werkzeugkiste. Aber kann sein, dass ich die auch hier baue. Ah, die braucht auch Nägel. Okay, da muss ich ihm doch helfen. Na, wenigstens baut er mit mir. Handwerker ist er. Gibt es irgendwas, was ich gerade dringender brauche? Nee, ich gebe nochmal Nägel in Auftrag. So. Naja, zu zweit geht's recht schnell. Einen guten Pell an meiner Seite. Ich habe festgestellt, ich brauche eh nur so 2 bis 3 richtig starke Kämpfer. Zumindest aktuell, weil mein Level für diese Insel hier schon sehr hoch ist. Können uns mal ein bisschen umgucken gehen. Aber erstmal machen wir die Waffenbank fertig. Die baue ich oben hin. Ich habe hier oben noch Platz. Leider muss ich die Treppe echt weit wegbauen. Stört mich ein bisschen. Mal, ich muss gucken, ob ich die Treppe hier hinkriege. Mach mal die Tür zu. Die Statue, ja gut, das hier sieht auch komisch aus.
Hier können wir Mehl machen. Können wir wahrscheinlich schon Brot backen. Ich habe das einfach hier daneben gebaut, weil das Ding auch hier war. Aber ich weiß noch nicht. Fällt mir irgendwie nicht so. Wenn ich die Treppe hier hinmache, dann stört sie mich. Ich wäre gern im Haus hochgelaufen. Ja, wobei eigentlich geht's. Wo sind die ganzen Fackeln aus? So viele Fackeln, wunderschön an die Fenster gemacht. Die sind einfach aus. Dass der hier pennen kann. Da müsste es so eine Schaltung geben, dass ich zentral alle Fackeln anschalten kann. So. Jetzt gucken wir mal hier. Ah, hier gibt es noch andere. Große Werkzeugkiste. Nee, erstmal wollten wir die Waffenbank hier oben hinbauen. Waffenwerkbank. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr ans Ding komme dann. Und die Fackeln. Aber wenn es halt so ist, muss ich die Fackeln woanders hinbauen. So. Richtig krasse Waffen sind hier. Da bin ich ja mal gespannt. Die Armbrust gefällt mir schon sehr gut. Was an der Armbrust halt ein Nachteil ist, die Nachladezeit. Ich lädt sehr lang nach. Ich denke mal, das ist mit normalen Knarren nicht so. Die sind wahrscheinlich ziemlich flink. Ach so, ich kann auch gar keine Knarren bauen. Ich habe ja noch kein Rezept. Soll ich doch die Muskete lernen? Ja, ich will die Muskete irgendwie. Dann kriege ich in die nächste Knarre. Die alte Pistole gibt es erst auf 25. Ja, komm. Lernen wir die Muskete mal. Vielleicht finden wir ja bis dahin Rezepte. Hochwertiges Palmöl ist halt echt schwer zu bekommen. Wenn man das zum Reparieren braucht, also bisher habe ich das nur einmal bekommen, wo das Mammorest mein Lager angegriffen hat. Aber ich will jetzt eine Muskete haben. Und das Mammorest schaffe ich im Moment, glaube ich, noch nicht. Zwar ein bisschen Glück. Gut, wenn ich es wieder an die Stelle locken könnte, könnte ich es schaffen. Aber es ist nicht gesagt, dass ich das so easy schaffen werde. Boah, es dauert lang, die Muskete zu bauen. Ich bin erst bei einem Viertel. Ich hole mal doch den Nagelbruder her, dass er mitmacht. Es geht auch nicht viel schneller. Ich bräuchte noch mehr Pals, die mir helfen. Ach, hier unten steht auch noch eine Knarre dran. Und dann basteln wir hier nur so eine alte Muskete. Am besten noch so ein Frontlader, der dann noch länger lädt als die Armbrust. Aber es wäre festzustellen. Ich habe immerhin schon 3 oder 4 Technikhandbücher gefunden. Schlaues Technikhandbuch, wenn ich hier Dungeons gemacht habe. Aber die werden langsam ein bisschen öde, weil die sind zu schwach. Ich kann da eigentlich einfach durchreiten mit dem Wolf zum Boss gehen. Was halt cool ist, der Boss ist immer irgendein großes Vieh. Da war jetzt immer was anderes. Und da habe ich auch den großen Hirsch her bekommen. Und ihn hier. Einmal war er hier der Boss. Deshalb habe ich so einen großen Daydream. So, du kannst mal unten weiter Nägel bauen. Ich glaube, ich baue noch ein paar Kisten. Ich müsste gerade... Ah. Ich die Tür nicht auf. Ich muss die Tür doch offen lassen. Ja komm, 10 Nägel kann er noch bauen. Dann müssen wir erstmal Metall sparen. Denn wir wollen es hier nicht übertreiben. Das kann ich hier hinten reinhauen. Hier habe ich so diese ganzen Drüsen und so reingelegt. Und ich habe ein paar Früchte gefunden.
Die hört sich ziemlich stark an. Die hat 80 Stärke. Gras-Tornado, aber die Tornados dauern immer ein bisschen lang. Gras-Technik, Frucht-Kern-MG, das ist auch mega. Hab ich eigentlich aktuell einen. Ich glaube, ich habe keinen Pflanzenmeister im Team. Hier könnte ich mal einen Pflanzenmann mitnehmen. Das ist bestimmt super effektiv. Aber der einzige Pflanzenmeister, der ein Boss ist, ist der hier. Ich will jetzt irgendwie nur noch Bosse mitnehmen. Und ich hätte gerne eine dabei, der vielleicht... Wobei der Daydream, den habe ich ja dabei, der hilft mir beim Basteln. Ah, der ist ein Faulpelz. Muss ich den hinmachen. Arbeitstempo und Elektroangriffsschaden. Der ist ein Handwerksmeister, aber der kann mir gar nicht beim Arbeiten helfen. Oh, der ist richtig schlecht. Ich mach die mal hier hin, dass ich weiß, dass ich die zwei auf jeden Fall schon mal verkaufen kann. Blitzschnell. Ja, ich will auch ein paar Starke hier haben, falls ich angegriffen wäre, wenn ich nicht da bin. Der ist halt ein starker Pflanzenmann. Stämmige Wuchs, Isolierung. Aussaat Level 2, aber da habe ich bestimmt auch einen anderen, den ich hier arbeiten lassen kann. Ungeschickt und fleißig. Das ist ja auch gut. Arbeitstempo minus 10, Arbeitstempo plus 20. Der ist aber besser als der andere. Er hat immerhin 10% Arbeitstempo. Da könnte ich den hier zum Kämpfen eigentlich mitnehmen. Der hat stämmigen Wuchs, also hält er mehr aus. Ich nehme den mal mit. Gucken, was der so drauf hat. Auch wenn ich meinen Gillette vermissen werde. Und mich das stört, dass der jetzt hier ist. Hier sollen doch die Starken gehen. Ich muss eine Seite mit den Starken machen. Aber ganz vorne ist eigentlich ganz okay. Gut. Der Wolf ist halt gerade voll aufgelevelt. Für die habe ich Sturmgewehr gebaut. Von denen habe ich auch voll viele. Gut, gut. Ist die Knarre fertig eigentlich? Ja doch, ich habe sie doch selber fertig gebaut. Ich bin auch ein Horst. Ich habe sie sogar in der Hand. Angriff 1000. Oh, okay, die ist so stark. Ich brauche nur minderwertige Munition dafür. Kannst du hier ein bisschen minderwertige Munition herstellen? Erstmal Schießpulver vielleicht. Okay, wir gehen noch was mit der Muskete Leden. So. Oh, die ist voll lang. Haben wir vielleicht doch eine Chance gegen das Marmorrest?
Die suchen mal einen Mammorest. Ich muss mich halt irgendwo auf den Berg verziehen. Hier oben auf dem Berg bin. Oh, den habe ich noch nicht. Der ist nur manchmal da. Ah, ich habe ein bisschen Angst, dass sie direkt stirbt. Das ist ein starker Pflanzenmeister. Dem könnte ich die Attacke beibringen, wenn er es nicht schon kann, dann. Ein Schuss geht noch. Ich kann mal so eine bessere Sphäre nehmen. Oh, ich hab ihn direkt. Jawohl, Dinosaur. Wenn dieser Perl einmal wütend wird, kann ihn nichts und niemand mehr bändigen. Der Ausdruck, einen Dinosaur auf den Schwanz zu treten, bedeutet, jemanden extrem zu verärgern. Den nehme ich direkt auch mit und level den mal. Der sieht sehr interessant aus. Und dann hauen wir irgendwas um. Ein guter Läufer. Oh, Bewegungstempo 20%. Stark. Florapeitsche, Windschneide. Der hat mich sogar zum Level abgebracht, glaube ich, oder? Weil ich jetzt auf einmal einen 23er Direwolf habe. Komm, wir wollten doch irgendwas mit der Maskete ledern. Ach, die hat auch nur einen Schuss. Ich glaube, es ist echt so, dass die noch länger nachlädt als die Armbrust. Ich meine, wenn die 1000 Schaden macht. War eigentlich klar, dass es eine Kackwaffe ist. Die Armbrust hat halt den riesen Vorteil, dass man einfach Pfeile verschießt und Pfeile saubillig sind. Ein bisschen enttäuschend, oder? Ja, das ist echt ein Frontlader, der war ja eigentlich klar. Musketen sind ja immer Frontlader. Da ist ein Mammorest. Nachdem ich gesehen habe, dass der Nightwing hier schneller ist als ein herkömmlicher, ich irgendwie noch schnelleren haben. Und der andere hat jetzt 20% gehabt. Ich kann sogar zwei gleichzeitig fahren. Mehr Muskeln als Verstand hat der andere. Gut. Weil hier oben auf dem Berg. Hier dürfte er eigentlich nicht hinkommen. Da könnte man Platten machen. Oh, Kacke. Mist, der ist zu weit weg. 13 macht das nur. Okay, die Muskete bringt nichts. Wo ist er hin? Verdammt, wo ist er? Er ist im Berg verschwunden. Mist. Da ist auch noch ein 38er Mammorest. Da ist er. Wenn wir hier näher dran sind. Zwölf! Warum macht das so wenig Schaden?
letzten Marmorest habe ich doch mehr gemacht. Den muss ich mir ins Gesicht schießen. Schießen. Nee, das wird nichts. Das dauert ja. Ich könnte jetzt hier eine Stunde auf ihn einklopfen, aber das ist mir jetzt nicht wert. Vor allem, weil die Machete irgendwie enttäuschend, die Muskete enttäuschend ist. Gut, machen wir hier ein Päuschen. Was soll's. Scheiß auf den Marmorest, der ist noch zu stark, der braucht mal locker nochmal 5, 6 Level. Dann können wir es vielleicht mit ihm aufnehmen. Was soll's. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.